Die Regenwälder dieser Erde sind stark bedroht. Meine Freunde von Plant for Future reisen regelmäßig nach Amazonien, um Waldgebiete vor der Abholzung zu retten. Das alles wollte ich mir persönlich anschauen, um zu lernen, wie ich selbst einen Beitrag leisten kann. Und dann wollte ich noch den kleinen Frosch finden, der nur in diesem Teil der Erde lebt und die Farben meines Vereins trägt. Auf diese Reise nehme ich euch alle mit. Der Wald. Iquitos, März 2022. Wir befinden uns in der größten, nicht über eine Straße zu erreichenden Stadt der Welt. Warte noch. Perfekto ceviche. Hier auf dem Markt. In Iquitos. Wo denn? Lebt die noch? How, is it alive? No. It's alive, yeah. Yeah? I saw it moving. Yeah. Front is bad. Yeah. 60 soles. 130. Es stinkt nach Schiffsdiesel, Schildkröten werden als Suppenzutat gehandelt und sieben noch sehr blasse Rostocker sind in freudiger Erwartung, die nächste Nussschale zu besteigen. Was ist Plant for Future? Plant for Future ist eine Organisation. Es begann in Rostock. Jetzt sind wir in Amazonien. Es geht darum, bestehende Wälder zu schützen, neue Wälder zu erschaffen und einfach was Gutes da draußen zu tun und einfach guten, ehrlichen Naturschutz zu betreiben. Komm. Aufpassen. Guckst du dir an, Alter, die arme Maus. So, die muss jetzt abgeschnitten werden. Soll ich die halten und du schneidest? Na, Alter, scheiß doch drauf. Wir geben denen eine zweite Chance, den Kollegen hier, ne? Super. Super. The back is free, ja? Boah, Alter. But she's alive. Oh, she's moving. Okay, dann put them here. So, Leute, das sind unsere beiden Schildkröten vom Markt. Jetzt haben wir uns aber ein paar Leute verfolgt, die sie jetzt natürlich nicht sehen dürfen, weil sie natürlich ordentlich Wert haben. Wir haben jetzt, was haben wir bezahlt für eine? 30 Euro für zwei so große Schildkröten. Tschüss, meine Süßen. Hansa und Rostock. Tu mal so, als wenn du geschissen hast. Hose hochziehen. Ist mir schon klar, dass es natürlich irgendwie in anderen Ländern irgendwie dazugehört, dass auch Schildkröten gegessen werden und dass man nicht irgendwo hinkommen kann und sagen, ey, das geht ja gar nicht, weil es bei uns eben nicht so ist. Ja, aber wir haben sie trotzdem gekauft. Für sehr viel Geld für die Verhältnisse, glaube ich, 30 Dollar umgerechnet, was sehr viel Geld ist für die Leute in Peru, die 400 Dollar ungefähr im Monat verdienen im Schnitt. Dann haben wir sie ausgesetzt und hoffen, dass Hansa und Rostock, so haben wir sie beide genannt, immer noch glücklich durch den Dschungel laufen. Weiß nicht, ob es so richtig war, aber für uns war das wichtig, dass wir das gemacht haben. Diese Hektik liebe ich ja. Hier, Penwe, hier sieht's gut aus. Mal gucken, ob die hier einen Platz frei haben für uns. So, Leute.
Wir sind jetzt hier, haben natürlich kein Hotelzimmer gebucht, haben jetzt das erste Hostel gefunden, es gibt keine Toiletten, nur eine. Perfekt, also es könnte noch ein bisschen schlechter sein. Das ist doch ein 1A-Zimmer, ein bisschen dunkel, sorry, ich kann glaube ich kein Licht anmachen. Hier, Ventilator, grün, kleiner Fernseher, hier schläft Chris Schwarz, da schlaf ich. Mehr brauchen wir nicht. Tamshiyaku? Tamshiyaku. Tamagotchi ist ein toller Ort. Rucksäcke ab, ab in den Dschungel, einfach irgendwas sehen, irgendein Tier sehen, irgendein Wahnsinn, irgendein Ameisenbär oder ein Faultier oder eine Schlange, irgendwas. Hauptsache direkt in den Dschungel. So schön, so fragil. Der Raubbau am größten Regenwald der Erde macht auch vor Peru keinen Halt. Vieh- und Weidewirtschaft, die Anlage von Monokulturen, allen voran Palmölplantagen und natürlich die Ausbeutung der Bodenschätze, die Suche nach Gold. Gold für die westliche Hemisphäre und den eigenen Zahnersatz. Leider haben wir das Wappentier von Plant for Future nicht gefunden, und zwar den Amazonas-Baumsteiger. Liegt auch daran, dass hier wirklich Leute herkommen, die sammeln und Schmuggel auch damit betreiben. Die kleinen Minnfrösche sind unfassbar wertvoll. Aber wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Amazonas-Baumsteiger aussieht, da haben wir ihn. Der braucht Jense. Er war früher ja auch Tänzer. Ja. Sogenannter Bauchtänzer. Und bekannt als Tauchspencer. Tamshiyaki? Yaku! So Leute, jetzt wird's ernst. Wir sind in Tamshiyaku im Amazonas und jetzt gibt's ein kleines Konzert. Wir haben hier viele Fans, also es ist bekannt, dass ich viele Fans in Peru habe. In der Peru liegt die Kraft, sagt man ja auch. Und ich bin schon sehr aufgeregt. Seit 2,5 Jahren das erste Konzert, so richtig.
Mayonnaise essen. Zum Glück war ich nicht alleine die ganze Nacht auf Toilette. Also die ganze Nacht. Und dann Chris Schwarz war auch noch mit dabei. Zur selben Uhrzeit ging es los. Und jetzt bin ich. Jetzt haben wir Kohletabletten genommen. Ich habe keine Energie. Und jetzt gehen wir auf einen 24-stündigen Bootstrip über den Amazonas. Jetzt auch jetzt gestreift natürlich. Ja, na klar, ist das egal. Aber wollen wir jetzt. Dann können wir jetzt auch nach Lima. Zwischendurch, sage ich mal, vorsichtig, war die Stimmung nicht so gut. Also sie war sehr, sehr mies. Alles am Ende. Alle waren richtig angepisst, wurde viel rumgeschrien. Neben den ganzen Vergiftungen, Chris Schwarz hatte Fieber, allen ging's schlecht, wir haben die Tickets nicht bekommen, hingen da auf der Straße rum, dann sind wir irgendwo rein, hatten nichts zu essen, keiner wusste, was zu tun ist, was machen wir jetzt, müssen wir jetzt hier eine Nacht auf der Straße sein, wie geht's weiter, Stimmung am absoluten Nullpunkt, absolute Katastrophe, aber wie es immer so kommt, es passiert dann doch ein paar gute Sachen und wir haben es dann doch geschafft, ein Boot zu bekommen, was uns dann nachts auf dem Amazonas gebracht hat. El Capitano! Das Boot, was wir dann bekommen haben, gemietet haben, sollte uns in 8 Stunden nach Lagunas bringen. Natürlich hat es nicht hingehauen. Natürlich hat es 16 Stunden gedauert. Doppelt so lange, wie er gesagt hatte. Mit einem normalen Schiff, mit einem normalen Fährschiff hätten wir es geschafft in der Zeit. So war das doppelt so lang und wir mussten auf einem ganz, ganz kleinen Boot 16 Stunden lang über den Amazonas nach Lagunas schippern. Und dann noch diese ganzen Krankheiten dazu, also absoluter Höllentrip. Top, man. Ja, Leute, das war sie, die 16 Stunden. 16 Stunden Fahrt über den Amazonas. Sollte nur 8 Stunden sein, aber dann sind da 16 draus geworden. Aber jetzt sind wir da und jetzt geht's ins Kanu. Jetzt fahren wir 5 Stunden mit dem Kanu zu unserer Lodge. Kommt weg. Noch tiefer in die grüne Hölle. Noch weniger Planungssicherheit. Noch weiter weg von all den zivilisatorischen Komfort und Sicherheiten wie Krankenhäusern. Knapp 3 Wochen eindrucksvoller Natur liegen vor uns und keiner weiß, was es am Ende eigentlich werden soll. Also folgen wir dem Lauf des längsten Flusssystems der Erde, dem Amazonas. So,
ich liebe es, wenn man hier im Amazonas die Maracujas isst. So süß, so wie du, Chris Schwarz. These guys specialize in eating snails, and their teeth are like our teeth. And what do you think? Is a male or female? Looks like a female, actually. It's got one eye. Das sind unsere vier Welse und natürlich noch die wunderschöne Piranhas. Und ja, die werden jetzt an der Feuerstelle zubereitet. Das wird ein Festessen. Ah, auf Feuerholz, Leute. Und die schmecken. Vorzüglich. Der Welt schmeckt besser. So Leute, wir sind im Dschungel und wollen ja den Tieren nahe kommen. Und es gibt nichts Näheres für uns Menschen, als sich die Tiere ins Gesicht setzen zu lassen. Wichtig ist, den Mund zuzumachen. Nicht mehr wild, muss er abklopfen, ne? So this is an Ambly Pigeon. It's, a lot of people think it's a mix between like a spider and a scorpion, but it's not. It's really its own thing. And this is an animal that's in the genus Heterophryne, which are amongst the largest of these animals in the world. Mm-hmm. And they get about twice as big as this one. Yeah. Komm mit Wasserchen, ist schön. Ich habe alles reingefullert. Trotz Angst. Wie geht Rostocker Handtuch? Aus die Handtuch? Aus die Handtuch. Mach mal, sag mal. Aber ich bin nicht mehr nass. Okay, dann bin ich's. So. Ne? Und zweitens, wenn der Einzige ist, der sich hier mitten im Dschungel seine Zahnbürste vergessen hat. Wie geht Rostocker oder Ossi Zähne putzen? So. Mega. Gut in den Zwischenräumen vor allem. Pacaya Samiria, das größte Schutzgebiet Perus. Auf einer Fläche beinahe so groß wie Mecklenburg-Vorpommern steht fast alles unter Wasser. Für menschliche Interessen kaum nutzbar und deshalb sicherer Hafen für hunderte Tierarten. Viele davon giftig, manche sogar tödlich. Ja, und diesen sehr wunderschönen, malerischen Lodge habe ich dann mit Rupe, das war der Besitzer dieser Lodge, geredet, hat mir dann noch eine sehr, sehr heftige Geschichte erzählt, dass vor einem Jahr leider sein Sohn gestorben ist durch einen Biss von einer Lanzenotter. De ahí, el médico
va a este, logrando vencerle al tóxico, ¿no? A la serpiente. Dice que esta serpiente cuando te muerde, dieta. Dieta para que su presa que ha mordido muera. Y ya, o sea, él te mordió y empieza a dietar. Y ya. Y si no, y si esa persona se sana, él muere. Si esa persona se muere, él vive. Nosotros a las serpientes les queremos, ¿no? Pero también le tenemos miedo. Más miedo le tenemos a estas serpientes, ¿no? No les tenemos un rencor, porque en realidad estos animalitos no te muerden por lo que son agresivos, ¿no? Te muerden por lo que ellos también lo molestas, te pasas por su lado, lo haces recordar lo que está durmiendo, me imagino, ¿no? Pero como te digo, yo no tengo ningún rencor a estas serpientes. Ja, wir sind zu Gast bei den Tieren. Das ist das Entscheidende. Und da kann einfach etwas passieren und etwas so Tragisches passieren, dass man, wie Rupa, seinen Sohn verliert. Das ist halt möglich und es war trotzdem sehr schön, wie er damit umgegangen ist und dass er der Natur oder dass er der Schlange daran nicht die Schuld gibt. Das Gefährlichste auf der kompletten Amazonasreise sind nicht die Gifttiere, gar nichts, es sind Tramperas. Tramperas sind Schießfallen, Schrotflinten mit Stolperdraht. Wir haben unseren Kumpel Matthew Chiteau, übrigens ein Riesenexperte, Thema feige Frösche, gefragt, was seine Erfahrungen sind mit den Tramperas, und er hat da eine ganz eigene Meinung zu. They put a small detonator linked to a fishing line. So that's something you don't see in the forest. And when the animal pass over the line, it just shoot it right away. And so that's like really passive way of hunting, because you can stay at home, and then when you hear a gunshot, you just have to go recover the animal that was hunted, like that was just killed. And so because it's so easy, it's not controlled by the government, so many people do it, and they have their own land, and they put about 25, 40 of these traps, and they just wait for the meat to come to them. And of course, for us biologists or people hanging in the forest, searching for frogs, for plants, it's extremely dangerous because it's the same thing as a landmine. It nearly killed me, like far away in the forest. I was bleeding to death and I nearly didn't make it. And my feet was nearly destroyed. I had to stay 6 months at least at the hospital, being operated over and over to remove all the pellets that were infectious pellets in my feet. And that was in 2014. And even now in 2022, I still have problem walking. So I cannot run, I cannot jump. I think 50% of people that get shot die in the forest from bleeding. I was able to make a tourniquet and wait until rescue could arrive, but that's not given to anybody. And sometimes, yeah, it was in the ankle, at the level of the feet, but sometimes they put it higher for bigger animals. And when it shoots you like in the belly, for instance, you have absolutely no chance of surviving. But don't forget, like the worst thing in the jungle is the human. It's not the snakes. In the Peruvian jungle, you have better chance of being shot by a gun trap and die in the forest than being poisoned by a snake or even eaten by an anaconda or a jaguar or anything, which nearly never arrive. But people every week here get shot by these traps and end up at the hospital or dead. Ja, wenn ich nicht mehr kann, ja nur dann darf ich in dich reinschreien. Mein Glück. Meine neue Freundin. Ich habe auch eine leichte, was heißt eine leichte, ich habe schon eine Spinnenphobie immer gehabt. Ich habe mich aber trotzdem, ich fand Spinnen trotzdem immer total faszinierend und wahnsinnig. Ich habe mich selber darüber aufgeregt, warum sie so eine Angst in mir auslösen und warum ich mich so komisch verhalte, wenn ich eine gesehen habe, schon bei uns eine Kreuzspinne oder so. Und habe seit dieser Reise, habe ich diese Phobie nicht mehr. Ich habe einfach hab gemerkt, dass es einfach sehr besondere Tiere sind. Sie waren überall. Es ist, glaube ich, für Spinnphobiker, ich bin ja, glaube ich, nicht der Einzige, der Spinnphobiker ist. Es ist ja wie Ratten oder Schlangen, das haben ja viele Leute. Bei mir ist das gar kein Problem. Die Spinne ist aber ein Problem gewesen und das ist einfach durch diese Reise vorbei. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich mir nie vorstellen konnte, dass ich diese Angst mal verliere.
jetzt kommt das Krasseste. Es gab eine Sache von Anfang an. Wir haben den Trip ja wirklich lange geplant. Also für uns, so Verhältnisse ziemlich lange. Wir hatten Angst vor einer Mission. Und zwar die große Mission, wir müssen im Dschungel direkt schlafen. Das war von Anfang an die große Angst von uns allen, woran man jeden Tag gedacht hat. Jeden Tag so, oh Gott, jetzt kommen diese Tage, wo wir im Dschungel richtig pennen. Nicht irgendwo, es war in den Lodges oder so oder in diesen kleinen Zelten jetzt auch nicht mega krass. Es war auch schon heftig mit Spinnen, mit Kakerlaken, mit 4, 5 Leuten in einem kleinen Zimmer. Aber das war so der große Abenteuertrip. Wir waren dann mit Wilderness International, wir haben mit denen geredet. Wir haben wirklich, wirklich Respekt vor diesem Trip gehabt. Und sie haben uns da ein paar Leute auch mitgeschickt aus Peru, die uns praktisch begleitet haben, Guides, die uns in den Dschungel begleitet haben. Aber das war so, okay, jetzt geht's los. Wir mit Rucksäcken ab in den Dschungel, da, wo wir nicht alleine sind, da, wo der Jaguar rumrennt, da, wo Ozelotte rumlaufen, da, wo Buschmeister, riesige Giftschlangen, wo alle leben. Und da nachts zu schlafen, das war auf jeden Fall die große Challenge dieser Reise. So, zum Essen kommen, wir machen Let's das gleich. Let's eat first. The water is boiling now, so. Das Wasser kocht jetzt, Leute. Und nochmal so eine Gulaschtüte, bitte. Die Abreißlinie, ne, damit man nicht so weit reinmachen kann. This is cool. There's probably like hundreds of thousands of species of insects in the Amazon. You know, we don't even know how many there are. We might only know not even half the species that are here, because so much of the Amazon is unexplored and it gets cut down on a regular basis, and we don't even know what's in the forests that are being cut down. They're becoming extinct before we even discover them, you know. So there could be hundreds of thousands of species
here, and we don't even know half of them, maybe, you know? That's gonna make me itch like... Maybe you can cut. When you step on it, that was it. This spider's called Phonutria ferra. And, well, it's a wandering spider. And legend has it that if you get bit by this spider before you die, you get a 6-hour-long painful erection. So, enjoy your wandering spiders, guys. Horror. Leider ist die Hängematte voll Wasser gelaufen. Aber es heißt ja auch Regenwald. Hm? Ich hab hier auch, guck mal, dieses riesen Wasserding auf dem Dach. Warte doch mal, nicht einfach mich füllen. Aber die ist alles trocken geblieben. Ja. Wie geil ist das denn? Regenwald. Natürlich ging der große Regen los. Dann haben wir auch gemerkt, dass wir auch nicht die besten Hängemattenaufbauer sind und nicht die besten Zeltaufbauer sind. Wir waren komplett durchgenässt, alle Zelte. Manche Leute sind mitten in der Nacht raus, haben sich an den Baum gestellt. Ich habe einfach in dieser Wasserpfütze, in dieser Hängematte geschlafen, 4-5 Stunden. Irgendwie gehofft, auch die ganzen Sachen durchgenässt, irgendwie gehofft, dass es irgendwie hell wird. Unser wunderbarer Kameramann und Filmer, mein lieber Chris, der war der Einzige, dessen Hängematte trocken war. Absolute Frechheit, wie ich finde. Der hat sie wirklich ordentlich aufgebaut. Man muss ja noch so ein Dach über die Hängematte machen, damit das Wasser an der Seite so runterläuft. Das hat er als Einziger richtig gemacht. Wir haben die Dächer alle so gebaut, dass es direkt in die Hängematte läuft. Man kennt das ja, wenn alles nass ist. Alles ist eklig, alles ist... Ah! Ja, die ganze Reise kein wirkliches Ziel. Also, was ist der Sinn dieser Reise? Und dann haben wir uns verliebt. In einen kleinen, fingernagelgroßen Frosch. Jetzt ein besonderer Moment. Ihr seht das hier, Maisfelder, alles Palmölplantagen. Und jetzt gehen wir hier ins letzte Stück Wald, wo der fantastische Baumsteiger lebt. Ein kleiner, süßer Frosch, der die Farben unseres Lieblingsfußballclubs, des FC Hansa Rostock hat. Und
Ja, dieses Stück Wald, dieses ganz kleine Stück Wald, nur hier lebt er noch, versuchen wir zu kaufen und den kleinen Hansafrosch zu retten. Mal gucken, ob wir ihn finden. Du, das ist aber so richtig Frosch-Area hier, ne? Geil. Richtig feucht. Leute, wenn ich Frosch wäre, dann würde ich hier auf jeden Fall wohnen. Ist auch ein süßer Kumpel hier. Komm, geh mal rüber, schnell. Das ist hier wirklich perfektes Habitat für Frösche, für unseren Hansafrosch. Die wohnen nämlich hier so auf Blätter. Man sieht die gut auch an Wurzeln. Gerade die letzten Tage haben die Frösche immer gefunden, direkt an den Wurzeln, unten an den Baumstämmen. Und vielleicht finden wir auch hier unseren Hansafrosch, unseren fantastischen Baumsteiger. Ich war übrigens früher auch ein fantastischer Baumsteiger bei Jugendfrosch. Wir haben ihn gefunden, unseren fantastischen Baumsteiger, unseren kleinen Hansafrosch, der nur noch hier wohnt, in diesem ganz, ganz kleinen Waldgebiet. Es sind nur 2-3 Hektar und nur hier wohnt er noch. Und diese paar Hektar, die können wir zusammen schützen, indem wir sie kaufen und diesen kleinen, fantastischen Baumsteiger schützen. Also werde Teil von Plant for Future und dann retten wir unseren kleinen Hansafrosch, dass er uns auf ewig Glück und Siege bringt. Bye bye, Süßer. Oder Süße. Mein Gott. Ist das hier schon das Ende unseres Amazonas-Jobs? Nein. Es ist der Anfang. Jedes grüne Blatt produziert das, was Menschen und Tiere zum Leben brauchen. Luft zum Atmen. Auch du kannst helfen, unseren Planeten zu schützen. Denn Umweltschutz geht uns alle an, ein Leben lang. Der Wald. Nein, ich laufe nicht, ich renne. Wenn ich nur an dich denke, nass geschwitzte Hände. Bist so schick, deine Robinien tragen weiß. Das größte Geschenk, das ich dir gerade bieten kann, ist Zeit. Ich tauch ein in deine Welt, hör dir zu, deine Stimme in meinem Ohr. Ja, du flüsterst wie der Wind und dein Himmel öffnet mir sein goldenes Tor. Regenbogenwetter, pustest Nebel durch die Eschen. Auf deinen Wegen knacken Äste, Tau klebt in deinen Netzen. Neues Leben in deinen Nestern, kann so schön lästern. Mit dir will ich allein sein. Nur hier kann ich atmen, die Stadt einfach begraben und frei sein.